Überraschender Besuch in Schwerin zur Jahreswende. Zu einem spontanen G8-Gipfel kamen unter anderem Angela Merkel, Donald Trump und Wladimir Putin mit anderen Staatschefs zusammen. Die Inhalte der Gespräche blieben geheim. Ein gemeinsames Bad im Schweriner See ließ vermuten, dass die Oberhäupte der größten Nation entweder ein Zeichen zum steigenden Meeresspiegel setzen wollten oder dass die Duschen im Hotel nicht so funktioniert haben, wie sie sollten.